Servus und willkommen back zu einem neuen Video. Heute geht es um das Thema Polfilter. Diese Polarisationsfilter, die verwende ich beim Fotografieren sehr, sehr oft, um meinen Bildern nochmal so den letzten Schliff zu geben, vor allem wenn ich am Wasser unterwegs bin. Und falls du Lust hast, die Gründe und die Einsatzzwecke dieser Filter kennenzulernen, ist das Video genau für dich richtig. Schau es dir an. Gerade heute ist ein gutes Beispiel. Die Sonne, die ballert heute so dermaßen die Lichtstrahlen runter auf die Erde und dieses Licht, das schwingt hier dreidimensional um mich herum. Und viele Elemente hier unten auf der Erde, die reflektieren diese Lichtstrahlen wieder. Und wenn du einen Polfilter in der Fotografie richtig verwendest, kannst du diese 3D-Lichtstrahlen so verändern, dass das Licht nur noch auf einer Ebene schwingt. Und somit veränderst du mit dem Polfilter eigentlich das Licht, welches durch dein Objektiv auf den Sensor fällt. Also kurz zusammengefasst, du bist mit den Filtern in der Lage, unerwünschte Reflexionen und Spiegelungen bei deinem Motiv zu reduzieren, was deinem Bild sicherlich in manchen Fällen sehr, sehr gut tut und deine Fotografie auch auf ein neues Level bringen wird. Aber die ganze Theorie ist ja schön und gut, aber ich bin ja eher der Typ, der es ausprobieren will. Und jetzt starten wir gleich mal mit dem ersten Grund, den Polfilter zu verwenden. Bleibt dabei, Freunde! Der wichtigste Punkt bei der Verwendung eines Polfilters ist es, wenn ihr euer Motiv fotografiert, muss das im 90-Grad-Winkel zum Sonnenstand stehen. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig, weil nur dann erzielt der Polfilter seinen gewünschten Effekt, dass er eben zum Beispiel wie jetzt hier am Wasser die Reflexionen aus dem Wasser herausfiltert. Ich zeige es euch mal. Gut, zunächst das Bild mal auf einer 11er Blende hier ohne Polfilter. Boom. Und jetzt schreibe ich einen Polfilter drauf. Ich nutze hier ein System von Freewell. Ich kann da verschiedene Filter auch tauschen. ND-Filter, Mistfilter. Ich nehme jetzt hier einfach den Polfilter. Ist magnetisch. Schraube jetzt hier einfach drauf. Jetzt funktioniert es so. Man muss jetzt hier einfach nur an dem Filter drehen, bis der gewünschte Effekt eintritt. Und ich sehe jetzt auch, dieser Polfilter nimmt mir, ich glaube, so circa eine Blende, weil vorhin war das Bild richtig ausbelichtet und jetzt sieht es viel, viel dunkler aus. Deswegen 1, 2, 3 füge ich die Blende wieder hinzu und verwende jetzt den Polfilter, um diesen gewünschten Effekt zu erzielen. Muss ich jetzt einfach dran drehen, bis ich die Reflexion hier aus dem Wasser rauskriege. Hier habe ich sie jetzt, wenn ich jetzt weiter drehe, wird es wieder weiß. So, dann machen wir das Bild nochmal. Polfilter gibt es viele von verschiedenen Marken. Ich zeige euch jetzt auch mal den Unterschied von dem Freewell Polfilter bei demselben Bild zu meinem Nisi Polfilter. Das ist ja, der ist ja hier so eingearbeitet in diesem Steckfiltersystem. Mal schauen, wie da so der Unterschied ist. Ja. Aber im Prinzip funktioniert der ganz genauso. Dieser Polfilter jetzt hier ist deutlich dunkler, das merke ich gerade. Der nimmt mir wirklich zwei Blenden, muss ich ein bisschen nachregeln. Und jetzt im Videobereich zeige ich euch mal, wie sich die Wasseroberfläche jetzt in dem Fall verändert. Jetzt ist er noch relativ weiß, hier im rechten Bereich. Wenn ich weiter drehe, wird sie hier tatsächlich ein kleines bisschen dunkler, beziehungsweise die Reflexion verschwinden. Jetzt machen wir das Bild nochmal mit Polfilter. Also oft verwende ich den Polfilter auch am Ufer eines ruhigen Gewässers, also an einem See zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Baumstamm fotografiere. Weil dann bin ich in der Lage, ins Wasser reinzugucken
Und wenn da noch schöne Steine am Ufer irgendwie sind, dann ja, erscheinen die einfach viel, viel schöner und das Bild hat einfach nochmal diesen gewissen Pep dann am Ende oder diesen Kick. Und in der Theorie müsste ich jetzt eigentlich auch die Fische mit dem Polfilter besser fotografieren können oder sehen als ohne. Das probiere ich mal aus, weil hier schwimmt gerade einer unten durch. Mal schauen, das probiere ich jetzt mal aus. War natürlich klar, dass jetzt kein Fisch gerade hier durchschwimmt. So, ihr seht, das Wasser ist komplett weiß, da ist ein Fisch. So, und jetzt gehe ich rein. Vielleicht kann man es erkennen, dass ich den Fisch einigermaßen gut aufgenommen habe. Wenn ich jetzt weiter drehe am Polfilter, schau her, ich muss hier immer wieder nachregeln. Jetzt ist die Oberfläche weiß. Also ist gar nicht so einfach, jetzt einen Fisch vom Steg einfach mal zu filmen, geschweige denn zu fotografieren. Aber es soll einfach verdeutlichen, dass ich dieses Weiß auch hier ganz gut rausbekommen habe. Live-Demo vor Ort. Ich mache jetzt das Bild hier. Einmal ohne Polfilter. Ihr seht jetzt ganz klar, dass sich auch die Sonne hier im Wasser spiegelt. Und jetzt mal mit dem Polfilter. Bringe ich wieder an. So, und jetzt mal mit dem Polfilter. Erstmal im Videomodus. Ihr seht, wie sich die Wasseroberfläche verändert. Wenn ich weiter drehe, habe ich diesen Effekt nicht mehr und die Wasseroberfläche erscheint fast weiß. Gut, jetzt gehe ich mal wieder in Fotomodus. Ja, das ist ein deutlicher Unterschied zu sehen. Ganz, ganz deutlich. Man kann die Steine sehen und die Sonne da oben wird auch noch mal kleiner dargestellt. Ein weiterer Anwendungsbereich für einen Polfilter kann die Natur sein. Also ihr müsst nicht zwingend am Wasser sein. Und zwar, wenn ihr euch im Wald befindet oder auf einer Wiese, kann der Polfilter mit Hilfe der richtigen Einstellung wirklich satte Grüntöne auf den Blättern erzeugen. Also je nachdem, aus welchem Winkel man hier auf die Blätter draufschaut, reflektiert sich hier auf den Blättern das Weiß des Himmels. Ja? Und diese Reflexion kann man auch wunderschön rausnehmen mit dem Polfilter. Möchte ich euch mal zeigen. So, aus Beispielzwecken fokussiere ich jetzt einfach mal hier auf die Blätter. Macht das Bild. 5/6 Blende, 1/500. Und jetzt kommt der Polfilter wieder drauf. Ich drehe am Polfilter. Zack. Und man sieht ganz deutlich, wie dieses Weiß von dem Blatt komplett verschwindet. Zauberei. Aber auch dieser Effekt kommt nur zustande, wenn die Sonne im 90-Grad-Winkel hier zu meinem Motiv steht. Die Sonne steht jetzt ungefähr da, passt eigentlich perfekt. Ja, steht zwar ein bisschen hoch, weil wir jetzt Mittagszeit haben, aber verdeutlichen tut es das trotzdem ganz gut. Wenn du auf blauer Himmel in deiner Naturfotografie stehst, verhilft dir der Polfilter im richtigen Winkel auch zu satteren Farben im Himmel. Also dieses Blau wird viel, viel kräftiger. Und wenn du auch noch Wolken im Himmel hast, verstärkt sich da der Kontrast in den Wolken und du hast mehr Tiefe im Bild. So, machen wir das Bild auch mal ohne Filter. Fokussiere einfach auf die hintersten Bäume. Jetzt mal wieder mit dem Polfilter hier von Nisi. Und dann möchte ich auch mal sehen, wie der andere Filter, Polfilter von FreeWell funktioniert. Wow, da sieht man mal echt gleich den Unterschied. Wow, was passiert, wenn ich noch dran drehe? Boah, das ist ja richtig krass. Also der Himmel ist tatsächlich blauer als blau. Jetzt mal mit dem anderen Filter. Auch wieder der hier von FreeWell. So, jetzt erstmal ein Foto ohne Filter. Und jetzt hier mit dem CPL von FreeWell. Das Blau ist jetzt nicht mehr so arg verstärkt,
aber es ist trotzdem deutlich sichtbar. Aber ich muss sagen, der Effekt von dem Nisi Polfilter hat mir jetzt bei dieser Bildkomposition viel, viel besser gefallen. Also das Blau ist nochmal viel, viel satter und stärker. Und die Wolken kommen auch besser zur Geltung. Das ist jetzt auch gleich so ein Tipp für euch. Ja? Wenn ihr euch einen Polfilter kauft, dann bitte kauft euch keinen für 20 Euro, wenn ihr ein 1000 Euro Objektiv vorne auf der Kamera habt. Weil durch diesen Polfilter kommt das Licht ins Objektiv. Und wenn der Polfilter billiger ist, dann kann es gut sein, dass eure Bilder auch unscharf werden oder nicht diese Güte haben, die sie ohne Polfilter haben. Also ihr verschlechtert dann eigentlich nur das Bild. Also schaut, dass ihr einen Polfilter findet, vielleicht im mittleren Preisbereich. Es gibt ja welche für 20 Euro bis 150 Euro oder noch teurere. Aber es wäre echt schade, wenn ihr ein teures Objektiv habt und ihr versaut euch eigentlich die Bilder oder die Fotosession durch einen billigen Filter. Den Polfilter könnt ihr aber auch verwenden, um durch Glas durchzufotografieren. Durch diese Drehung am Polfilter wird auch die komplette Reflexion der Umwelt hier aus dem Glas herausgenommen. Das funktioniert ganz gut, wenn man zum Beispiel in ein Schaufenster rein fotografieren will oder in ein Café, wenn ihr zum Beispiel eine Frau einen Kaffee trinkt. Und das versuche ich jetzt hier mal nachzustellen. Hier am Haus haben wir schöne Glasscheiben. Sonne steht einigermaßen im 90-Grad-Winkel. Jetzt bitte ich meine Assistentin, sich vor zur Glasscheibe zu stellen für dieses Beispielfoto. Zuerst ohne Filter, wie es aussieht, hier mit der Reflexion und dann mit dem Polfilter. Macht das Bild. Und man kann hier unten den hellen Bereich sehen. Und jetzt das Ganze mit dem Polfilter. Ich nehme jetzt einfach den Nisi von meinem Stecksystem. Du bleibst mal schön drauf da stehen. Ich schreibe den drauf. Und dann versuchen wir einfach mal, durchs Drehen vom Filter die Reflexion hier rauszukriegen. Und ich sehe jetzt, durch den Filter wird hier alles dunkler bei mir, es kommt weniger Licht ins Objektiv. Muss ich an meiner Belichtungszeit ein bisschen drehen. Ich war jetzt gerade auf 1/500. Das drehe ich jetzt mal hoch auf 1/200. Schau mal ein bisschen so in diese Richtung, so ein bisschen verträumt. Ja, man sieht ganz, ganz deutlich, dass der Polfilter tatsächlich, auch wenn die Sonne nicht perfekt zum 90-Grad-Winkel steht, hierfür auch taugt, wenn man solche Art von Fotos machen will. Bleiben wir mal bei dem Thema Glasscheiben. Im Film verwendet man ganz, ganz oft auch diese Polfilter, um Personen im Auto durch die Scheiben zu filmen, ohne dass man diese Reflexionen im Glas sieht. Also man kann dann direkt ins Auto reinschauen. Und ich zeige euch jetzt auch mal, wie das mit dem Freewell-Filter passiert. Da fotografiere ich jetzt gerade mal kurz die Hanna in meinem Auto durch die Windschutzscheibe. Zuallererst ohne Filter auf 35 mm mal durch die Scheibe und durch die Windschutzscheibe. Ja, jetzt spiegel ich mich natürlich im Glas. Dann mache ich das mal so, zack. Komm mal ein bisschen nach vorne, Hanna, Richtung Scheibe. Jetzt kommt der Freewell-Filter drauf. Komm ich den hin? Hier. So. Ganze Nummer nochmal. Und mal kommen wir noch ein Stückchen nach vorne. Oh, da sehe ich schon deutlich den Unterschied. Deutlich. Also diese ganzen Reflexionen, diese weißen auf der Scheibe, sind alle weg. Ich mache noch ein Bild. Cool. Jetzt noch mit dem anderen Filter von Nisi. Mal gucken, ob der besser oder schlechter funktioniert. Gut. Hier habe ich ja wieder die Möglichkeit, hier an dem Rädchen zu drehen. Erstmal die Einstellung. Und hier durch. Ja. Wow, der Nisi performt echt besser. Puh, auch bei dem Test zeigt sich,
dass der Nisi viel, viel schöner entspiegelt. Und jetzt gibt es nur noch einen einzigen Anwendungsbereich und der gilt bei Porträts mit Brille. Ich lese auch immer wieder, dass man bei Porträtaufnahmen einen Polfilter verwenden kann, um beim Brillenträger jetzt beispielsweise auch die Reflexion aus dem Glas rausnehmen zu können. Ich habe aber die Erfahrung gemacht, dass das eigentlich kaum eine Rolle spielt und ich zeige euch auch, warum. Wir machen den Test jetzt erstmal ohne Polfilter, mit einer Sonnenbrille und dann mit einer richtigen Brille. Bewegt den Kopf mal ein bisschen Richtung Sonne. Gut, jetzt das Ganze auch nochmal mit der normalen Brille. Und jetzt guck auch mal da Richtung nach oben. Gut. Und jetzt mal mit dem Polfilter. So, ich kann jetzt hier drehen, wie ich will. Da tut sich kaum was in der Entspiegelung. Schau nochmal da hoch ein Stückchen. Schau mich nochmal an kurz. Ich mach's mir lieber hochkant. Schau nochmal hoch kurz. Und jetzt drehen wir uns mal. Ich probiere es jetzt mal auch gegen die Sonne. Dass hier irgendeinen Unterschied ausmacht. Also was man deutlich sieht, ich spiegel mich hier in der Sonnenbrille. Na, ich sehe gar keinen Unterschied. Also Leute, ich sehe hier überhaupt keinen Unterschied. Ich spiegel mich nach wie vor in der Sonnenbrille. Wenn ich jetzt gegen die Sonne fotografiere, ist es noch viel schlimmer. Einmal hier gegen die Sonne. Einmal hier gegen die Sonne kurz. Ich sehe, dass die Umgebung tatsächlich dunkler wird, wenn ich am Polfilter drehe, aber... Und einmal mit der Sonne. Zeig mal mit der Sonne. Nee. Gut, das war es eigentlich schon. Ja. Also ich habe tatsächlich gemerkt, die Verwendung eines Polfilters bei der Porträtfotografie von Brillenträgern oder Brillenträgerinnen hat überhaupt keine Auswirkung. Ja. Man muss eher als Fotograf schauen, aus welchem Winkel man fotografiert, dass man sich nicht selber in der Brille spiegelt. Aber so sehe ich jetzt wirklich keinen Unterschied. Es mag sein, dass es Indoor wieder anders aussieht, aber Outdoor würde ich mir einfach den Winkel genau aussuchen und da dann ohne Polfilter fotografieren. So habt ihr jetzt einen Eindruck, wann ich meine Polfilter verwende und in welchen Situationen es auch tatsächlich Sinn macht. Wenn euch das Video weitergeholfen hat, freut es mich sehr. Wir sehen uns im nächsten. Bye bye, euer Sigi.